Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers Resources in Suffolk Republic. In der letzten Folge haben wir hier oben einmal beschlossen, hier noch ein weiteres Wohngebäude zu errichten, was auch sobald bald fertig ist. Da kommt noch die, glaube ich, irgendwo müsste noch die letzte Lieferung unterwegs sein. Und dann haben wir auch noch beschlossen, hier noch einen weiteren Kindergarten mit zu errichten und auch noch eine weitere Stromversorgung, damit hier das zweite Heizkraftwerk auch dementsprechend besser versorgen kann. Da hier oben in Newslav bauen wir hier oben auch noch ein weiteres Wohngebäude. Wollte ich noch mal gucken, wie das hier mit dem Kindergarten aussieht. Hier haben wir aber wahrscheinlich noch Reserven offen. Mal genau schauen. Ja, müssen wir eigentlich noch genügend Reserven da haben. Gut, also Reserven haben wir ja noch da. Das heißt, hier wird jetzt gerade das Gebäude gebaut und das Wohngebäude hier ist fertiggestellt worden. Die ersten Bewohner ziehen hier auch schon ein. Das ist auch eine sehr gute Sache. Müssen wir nur noch warten, bis die Straße hier fertiggestellt ist. Ich hoffe, hier wird ein Baufahrzeug angeliefert. Ja, da ist ein LKW, der liefert hier gerade das Baufahrzeug ab. Gut, dann können wir hier gleich auch noch Wege anschließen und auch noch die Kindertagesstätte natürlich. Wodurch das Gebäude auch dann schnell fertiggestellt wird. Aber das ist ja auch nur, wie gesagt, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir bräuchten auf jeden Fall noch weiter oder noch mehr Wohnraum. Aber erstmal schließen wir das hier das Ganze nochmal mit an. So, das ist fertig. Dann gehen wir hier, schließen wir das auch noch mit an. Dann wurde ich auch noch von Dirk von Reinigen nochmal drauf angesprochen, ob überhaupt die Feuerwehr das hier hinten alles erreichen kann. Nein, das heißt, Polizei dann definitiv wahrscheinlich auch nicht. Genau. Das heißt, wir müssen dann hier unten auch noch eine kleine Polizeistation und auch Feuerwehrwache errichten. Hier haben wir ein technisches Dienstleistungsbüro. Und hier haben wir ja auch noch eins. Gut, dann bringe ich die Fahrzeuge, die hier zwischengebracht sind, hier runter. Das sind ja nur, müsste ich dann jetzt kurz mal warten, was das für Fahrzeuge sind, aber das Gebäude kann ich hier auf jeden Fall schon mal entfernen. Die Tankstelle wird hier noch nicht versorgt, aber wir können das jetzt ja natürlich alles umändern. Gut, hier, dieses Büro nimmt jetzt die Tankstelle mit auf, da um natürlich Sprit hinzuliefern. Und bei den beiden anderen machen wir es auch genauso. Und sobald kein Sprit mehr hier in der Tankstelle vorhanden ist, dann können wir die Tankstelle hier auch mit abreißen und könnten mal gucken, ob wir dann hier noch die Feuerwehr und auch noch eine kleine Polizeistation mit errichten können. Gegebenenfalls müssten wir dann vielleicht noch mal ein kleines Heizkraftwerk errichten. Also Polizei würden wir wahrscheinlich hier reinbekommen. Und die Feuerwehr müssten wir wahrscheinlich dann hier drüben hinsetzen. Könnten wir natürlich auch schon mal mit errichten. Man braucht auf jeden Fall keine Wärme, ne? Nö, wird auch nicht danach gefordert, glaube ich. Schaut mir nochmal vorher nochmal die hier unten an. Nö, Feuerwehr braucht keine Wärme, das ist gut. Hier haben wir die Versorgungseinrichtung. Dann kommt hier jetzt die Feuerwehrstation hin. Straße auch mit angeschlossen. Können wir hier auch auf Kiesweg aufwerten. Auf jeden Fall müssen wir den beiden zusagen, dass hier die Werksbusse auch hinkommen sollen. Gut, dann müssen wir jetzt eben mal kurz einmal ein bisschen warten, bis die ersten LKWs da sind, die den Sprit ja auch liefern sollen.
So, hier sind die Straßen schon soweit wie gut fast fertig. Die Haltestelle wird auch wieder aufgebaut. Können wir auch noch weitere Baubüros noch hinzusagen, dass die hier mitarbeiten sollen. Und auch natürlich das eine Baubüro, wo ja hier die Busse hier oben sind, auch gleich nochmal mit zuweisen. Und auch noch hier beim Straßenbau. Aber das geschieht ja im Grunde ja eigentlich schon von selber. Beton. Beton wird ja hier angefertigt. Ist noch genügend da, aber wahrscheinlich dauert das ein bisschen, bis da unten dass der ganze Beton angeliefert wird. Da wir ja momentan ja relativ viele Baustellen ja sozusagen offen haben. Wohngebäude scheint hier unten noch nicht fertiggestellt zu sein. Nein. Aber bräuchten wir 280, gut, dann könnten wir hier oben eigentlich noch ein, zwei weitere oder noch ein paar weitere Blocks mit errichten. Nur aber wenn ich hier jetzt hier welche Gebäude hinsetze, bezweifle ich, ob sie das dann hier unten auch noch alles erreichen können. Nein. Das Gebäude hier zum Beispiel hat sogar schon Schwierigkeiten, sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Das spricht, wir müssen dann hier unten noch ein kleineres, weiteres Einkaufszentrum errichten. Scheiße, daran habe ich gar nicht gedacht. Was wiederum sehr schlecht ist. Einkaufszentrum. Würde ich hier dran denken, hier vielleicht so ein kleines historische Anlage irgendwie zu errichten. Also mit historischen oder alten Gebäuden sozusagen. Das Gebäude platziere ich dann hier einmal hin. Dann kommt dazwischen noch eine weitere Schule, Kindergarten, auch Unterhaltung so ein bisschen. Gut, das Gebäude kann dahin. Schon mal den Straßenanschluss bauen. Dass die LKWs das Gebäude auch mit Lebensmitteln beliefern können. So, jetzt brauchen wir einmal Schule und Kindergarten. Einmal das Gebäude. Wir sehen so schön nebeneinander stellen, damit das eine Hauszeile ist. Und hier sagen wir die Straße, dass sie schnell gebaut werden soll. So, jetzt kommt ein Kindergarten. Hier kommt jetzt der Kindergarten hin. Dann brauchen wir jetzt einmal das Kino. Das gibt es ja auch in diesem Altbau-Look. Kommt gleich hier neben und dann kommt hier die Bar hin. Da sie ja schließlich auch so einen Straßenanschluss hat, der allerdings hier zur Straße hinreicht, können wir ja auch noch einen weiteren... noch ein Wohngebäude vielleicht dazwischen setzen. Das hat auch einen Straßenanschluss, das würde ich dann dafür nicht verwenden. Die Wohnqualität ist auch relativ hoch bei den Gebäuden, was auch schon mal sehr gut mit hineinspielt. Kommt das eine Wohngebäude dahin? Oder können wir noch ein weiteres errichten? Wir können theoretisch noch ein weiteres errichten. Kommt da noch jetzt da die Bar hin und dazwischen kommt dann noch ein Wohnhaus mit hin. So, das machen wir dann alles so. Ich hoffe, wir können da auch einen Bürgersteig mit reinbekommen. Ja, das bekommen wir auch. Dann hier auch die Straße einmal schnell bauen lassen. Wohnmöglichkeiten haben wir ja. Dann können wir hier auf der Rückseite vielleicht ein paar Sportangebote mit errichten. Volleyballplatz. Ein Basketballfeld passt hier schon mal rein. Fußballplatz kriegen wir hier auch rein. Das ist auch sehr gut.
Und dann können wir hier oben vielleicht noch einen kleinen, noch ein Monument mit errichten. Das ist groß genug. Können wir hier errichten. Monumente könnten wir hier oben auch noch einige platzieren. Hier hätten wir noch ein bisschen Platz frei, vielleicht für ein kleines Monument. Ist nur die Frage, welches. Eine Lenin-Statue könnten wir, oder nee, hier könnten wir noch eine, noch was Schönes reinsetzen. Ist auf beiden Seiten das Symbol zu sehen. Gut, das setzen wir dann dahin. Und hier. Hat keinen Weganschluss. Können wir ja das Gebäude dorthin oder ein Monument hinstellen. Hat ja auch einen relativ weiten Radius, also könnte das hier alles auch ein bisschen mit abdecken. Und dann können wir hier gleich als nächstes hier noch Wohngebäude mit, also große Blöcke einrichten. Gut, oh, haben wir auch schon wieder, sind auch schon wieder genügend Leute da, die auch wieder Arbeit suchen. Oder jedenfalls Arbeiter. Hier unten entsteht ja jetzt ein bisschen was. Polizei kann dann zwar noch alles abdecken, aber ein Krankenhaus können wir noch hier unten gebrauchen. Krankenhaus. Was für Modgebäude haben wir denn dafür? Haben wir ein Krankenhaus auch irgendwas in Richtung Altbau oder nicht? Das würde ich vielleicht ein bisschen als Altbau betrachten. Also würde ich das Gebäude hier irgendwo mit hinsetzen. Oha, das ist aber ein großer Block. Aber würde hier nicht so hier in dieses historische Viertel nicht so wirklich reinpassen. Auch irgendwie so Neubau, das ist irgendwie so Feldlazarett, würde ich mal sagen, sieht das Ding so ein bisschen aus. Gut, also das setze ich dann das Ding hier hin. Ach, sind gerade keine Baggers mehr verfügbar. Das ist aber nicht gut, weil wir bräuchten sie jetzt, um natürlich das Gelände anzupassen. Scheiße, sind die jetzt alle unterwegs? Gut, dann können wir hier schon mal erstmal die Gehwege hier anpassen. Und ziehen dann bis hier einmal runter. Und sobald das Ding hier fertig ist, müssen wir auch auf höchste Baustufe einstellen. Aber da kommen wir hier auch schon hin. Kindergarten wird gebaut. Fehlt nur noch ein bisschen etwas Stahl und auch ein bisschen Elektroartikel. Ist nur die Frage, wo jetzt die ganzen Bagger geblieben sind eigentlich. Ach, die sind wahrscheinlich hier unten beim Bau von dem einen Bauernhof noch. Gut, alles klar. Tankstelle hat hier noch ein bisschen Sprit drin, also dürfte dann schon bald leer sein. Hier müssen wir noch Baumaterial reinbekommen und auch natürlich die Arbeiter müssen dorthin gebracht werden. So könnten sie das noch nicht erreichen, aber hier haben wir einen Gehweganschluss. Und den werden wir dann auch bald benutzen, sobald wie möglich benutzen, um die Arbeiter natürlich dort hinzubekommen. Wird wieder was einiges wieder an der Grenze eingekauft. Elektroartikel und einmal Stahl. Ja. Und auch wieder irgendwelche. Ne, Fleisch einmal und nochmal Stahl. Gut, noch. Eben halt alles, was wir eben halt brauchen für den
Ausbau unserer Gesellschaft. Stromflacker. Haben wir schon wieder keine Kohle oder was? Ach, es kann hier kein Müll abtransportiert werden, so eine Scheiße. Verwaltung, wir bräuchten dann auch noch weitere Müll-LKWs. Das ist jetzt echt scheiße, das ist echt scheiße. Wo sind überhaupt die ganzen Müll-LKWs? Sind die voll mit... Hä? Ach! Deswegen. Deswegen. Gut, der soll ja hier abholen und hier abladen eigentlich, ne? Aber warum macht er das denn nicht? Ach, weil die Metallschrotte alles am Bord haben. Gut, Gut. Okay. Ach, das ist so, deswegen ist das alles zusammengebrochen, so ein Mist. Gut, dann muss ich das hier einmal, die LKWs einmal schnell entleeren. In der Hoffnung, dass sie dann gleich losfahren, hoffentlich. Oh, meine Fresse, was ist denn das hier für ein Scheiß? So ein Dreck. Muss ich jetzt hier irgendwie einen LKW einmal kaufen? Müll-LKW? Ich habe nicht genug genau aufgepasst. Einmal das Fahrzeug schnell kaufen. Wo haben wir das? Ist es hier unten gelandet, ne? Dann einmal hier hoch. Und dann müssen wir den jetzt einmal kurz mal sagen, dass er hier runterfahren soll. Den Metallschrott hier rausholen, so viel wie möglich der ja noch drin ist. Und das hier erstmal abladen soll. Wenn natürlich vorhanden. Zu sehr sich auf eine Sache konzentriert und schon ist, bricht das alles zusammen. Ganz toll, ganz toll. Ah, das hat man jetzt davon, wenn man nicht aufpasst. So, zu welcher Tankstelle wird er dann jetzt fahren? Hoffentlich irgendwo zu der da oben. Und sobald er die Aufgabe hier abgeschlossen hat, schicken wir ihn dann auch oben damit in dieses Verteilungsbüro, damit es noch zum Unterstützen. Ich bin mehr als begeistert, bin richtig begeistert. So ein Scheiß. Und darunter wird jetzt alles leiden. Scheiße. Dann muss ich erstmal wieder Strom aus dem Ausland einkaufen. Müssen wir auch mal kurz mal warten, bis das Spiel gespeichert hat. Aber wie können die noch zum Teil überhaupt laufen, wenn sie gar keinen Strom bekommen, sag mal. Oder keine Kohle bekommen. Stromanschluss. Da haben wir ihn. Müssen wir Strom importieren.
ein bisschen mehr. Bleibt uns da nichts anderes übrig. Scheiße, warum macht er das nicht? Vielleicht kriegen wir das so raus. Oder muss ich die andere... Gut, jetzt können wir das Gebäude wieder verwenden. Und das Fahrzeug schicken wir dann hier mit hin hoch, dass er hier mit arbeiten soll. Und jetzt müssen sie eigentlich los von... Ach, weil ich das Gebäude ja rausgenommen habe, ne? Haben sie das jetzt nicht mehr mit drin? Das haben sie drin, das haben sie drin, das haben sie drin. Das, das. Ja, haben sie nicht mehr drin. Gut, müssen wir sagen, dass er hier gemischten Müll abladen soll. Und das zu 100%. Und jetzt müssen die Fahrzeuge dann eigentlich auch losfahren. Ja, jetzt fahren die Fahrzeuge los. Und dann kann das mit dem Müllproblem auch schon wieder behoben werden. Das war ein Scheiß. So ein Dreck, so ein Dreck. Die Asche kann ja erstmal hier so liegen bleiben. Scheiße. Und dann haben wir auch natürlich noch relativ sehr starken Schneefall. Warum die jetzt hier entlang fahren, ist mir jetzt ein Rätsel. Aber die Anlage wird ja bald gleich wieder laufen. Gut, der erste ist dann jetzt gleich hier unten. Und dann läuft dann hier gleich die Anlage auch wieder an. Sobald natürlich hier der Sondermüll raus ist. Dann läuft die Produktion hier wieder an. Weil dann hier wieder gemischter Müll verbrannt wird. Und jetzt können die LKWs auch wieder ihren ganzen Müll auch wieder abladen. Puh. Ein kleiner, nutzloser Fehler, aber auch ein blöder. Leider. Gemischter Müll, der soll ja hier gelagert werden, naja. Vielleicht einfach nur nicht, weil es nicht aussah. Ach, dafür brauchen wir Absenkcontainer. Gut, haben wir denn hier einen drin? Ja, der ist drin. Wo ist der denn unterwegs? Ach so, der fährt schon zur Ölraffinerie. Gut, Ölraffinerie. Okay, gut, gut, gut. So, sobald da der Müll wieder abgeholt worden ist, geht dann hier die Produktion auch schon wieder weiter. Jetzt brauchen wir nur noch wieder Arbeiter und da kommt schon der nächste Bus. Da ist nur ein Fahrzeug unterwegs, alles klar. Aber ich glaube, die anderen haben jetzt momentan auch eher andere Probleme als vor allen Dingen die hier, die brauchen ja Lebensmittel. Oder brauchen eine Möglichkeit zu bekommen, sich mit Lebensmitteln sich versorgen zu können. Da können wir dann jetzt die einzelnen Gehwege errichten. Oder Gehweganschlüsse. Das können wir hier auch jetzt noch einmal machen. Ja, gut. Kann denn die Bushaltestelle auch noch von überall erreicht werden? Ja.
Also hier auf der Seite ist die Bushaltestelle auf jeder Seite von überall zu erreichen. Ob das hier hinten dann auch der Fall sein wird, werden wir dann sehen. Und gegebenenfalls müssen wir dann hier unten vielleicht noch eine weitere große Bushaltestelle dann mit errichten. Aber wie das dann alles laufen wird, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und vor allen Dingen lasst ruhig auch einen Kommentar da. Bis denn und tschüss.